Von Lettreport geht es nach Saint-Pierre-Bonneville, eine kleine Gemeinde in der Normandie mit 379 Einwohnern. Gehen wir eine kleine Runde? Der Platz hat Stromanschlüsse, Fähr- und Entsorgung. Wir fahren mit Google Maps und bis auf wenige Ausnahmen hatten wir keine Probleme. Nach 400 Metern binden. Links abbiegen auf Sentinel, dann links abbiegen auf Kommandant Rocky. In einer Seitenstraße parken wir und laufen zum Hafen, der nur wenige Minuten entfernt ist. Sieht schön aus, ne? Die Spitze ist schon erkennbar. Unser Ziel ist hier der kleine Leuchtturm. Schön, ne? 140 Kilometer Küste. Jetzt müsste eine Möwe durchfliegen. Das wäre nicht schlecht, da fliegt eine. Ja, da fliegt sie durch. Das Seebad Etretat, bekannt durch die Felsenklippen mit ihren außergewöhnlichen Felsformationen,
die den Ort von beiden Seiten umrahmen, hat 1238 Einwohner. Ganz schön rutschig, ne? Immer ein bisschen da runter. Der Ort ist mit seinen Hotels, Restaurants, Souvenirläden und Freizeit- und Sportangeboten ganz auf Tourismus ausgerichtet. Die Klippen von Etretat bestehen in erster Linie aus Kreide und Feuerstein. Falls ihr mich suchen solltet, ich habe eine neue Anschrift. Ich wohne ab sofort hier. Eine Höhle mit Blick aufs Meer. Erinnert mich so ein bisschen an Käse. Tour de Waal hat 3113 Einwohner. Der Stellplatz hat Strom, Fähr- und Entsorgung, WLAN. Ja, das ist
bei unserem Rundgang durch den Ort haben wir den verlockenden kleinen Törtchen nicht widerstehen können. Jetzt bringt er die wertvolle Fracht nach Hause. Das ist ja Wahnsinn.